Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit dir diese Kakteen malen. Und vorher schauen wir uns einmal das Buch an, aus dem ich dieses Tutorial habe. Und das heißt Watercolor meets Hand Lettering. Und ich finde, es ist wirklich ein klasse Buch. Es geht los mit einer Einführung und dann gibt es ganz viele schöne verschiedene Tiere, die du malen kannst und dann eben zusammen mit Handlettering auf Papier bannen kannst. Wenn wir mal vorne anfangen zu gucken, dann siehst du, es gibt erst eine Einführung in das Thema und später gehen wir dann eben auf die verschiedenen Tiere ein. Also vorher am Anfang geht die Autorin auch darauf ein, wie man überhaupt mit Watercolor malt und dann stellt sie eben verschiedene Projekte vor. Das finde ich eigentlich sehr gelungen. Ich habe wieder einmal zu bemängeln, dass letztendlich die Tutorials nicht wirklich lang und ausführlich sind. Also nicht sehr kleinschrittig, das heißt, man muss schon ein bisschen Ahnung haben, was man da tut. Weil wenn man das nicht hat, ja, wird schwierig, muss man eben ein paar Mal öfter ausprobieren. Aber abgesehen davon, ich meine, das kann man ja machen, ne? Man probiert ja eh öfter aus und malt es vielleicht nochmal, ist das wirklich sehr gelungen. Ja, eine klare Kaufempfehlung von mir. Und jetzt geht's auch schon los, wir malen jetzt die Kakteen. Und dafür brauchen wir auch gar nicht viel Material, ne? Wie so öfter beim Watercolor malen, man braucht gar nicht viel. Zunächst einmal natürlich das Buch, zumindest wenn du danach malen möchtest und nicht nach diesem Video. Du kannst aber natürlich auch nach diesem Video malen, dafür ist es ja gedacht. Dann Aquarellpapier. Und natürlich meinen Aquarellfarbkasten. Dann Künstlerpinsel. Ich habe jetzt hier mal verschiedene Größen gewählt, weil das hinterher noch so ein bisschen Struktur rein muss. Dann natürlich das Bleistiftset. Und dann legen wir auch schon los. Ja, ich habe jetzt hier mein Arbeitsblatt aufgebaut. Ich habe immer zwei Wassergläser hier stehen, weil helle, dunkle Farben, ne? Dann muss das nicht alles zusammengemischt werden. Und dann beginne ich mit einem Bleistift, wie immer. Ich zeichne erst einmal vor, ich skizze. Es wird natürlich nicht genauso und das ist auch Absicht. Ne? Ich möchte gar nicht das genau dasselbe malen, wie die Autorin gemalt hat, obwohl ich es sehr schön finde. Darum geht es nicht. Es geht eigentlich nur darum, abmalen tun wir nicht. Wir wollen ja Inspiration und wollen es dann einfach ausprobieren, ob es ungefähr nach diesem Tutorial klappt. Und wenn es denn klappt, klappt das überhaupt? Ne? Ist das ausreichend, die Anleitung, oder brauche ich eigentlich noch mehr? Ja, wie auch immer. Ich beginne mal mit den Kreisen und mal die verschiedenen Blumentöpfe.
Sobald ich das Ganze so ungefähr gemalt habe, gehe ich mit meinem Radiergummi drüber, damit die ganzen Linien nicht so dick sind. Ne? Ich muss die ja hinterher mit meiner Wasserfarbe abdecken und aus dem Grund versuche ich so viel wie möglich davon rauszunehmen. Rechts nehme ich jetzt nochmal den kompletten Blumentopf raus. Ja, irgendwie gefällt der mir nicht. Dann dachte ich, okay, naja, kann ich ja auch nochmal malen. Ne? Ist ja keine große Sache. Ja, soweit so gut. Blumentöpfe sind gemalt, die Kakteen sind gemalt, jetzt geht's an die Farbe. Und da beginne ich mit einem ganz hellen Grün und habe wie immer mein Zewa neben mir liegen. So kann ich zunächst einmal gucken, wie die Farbe sich macht, ne? Ob die hell genug ist, weil man sollte schon ziemlich hell anfangen, weil sonst funktioniert das natürlich mit der nächsten Ebene nicht mehr, ne? Weil wenn ich jetzt schon mit dunkel anfange, ja, wie kann ich denn dann noch dunkler werden? Deswegen schön hell anfangen und immer dunkler werden. Wenn du hier mal auf meinen Zewa schaust, dann siehst du die vielen verschiedenen Grüntöne, die ich hier jetzt schon habe, nur weil ich mit dem Grünton ein bisschen Wasser hin und her mische und arbeite. Und ich entscheide mich schließlich natürlich für den ganz hellen Grünton und mal damit nur die Kakteen aus. Thank you.
Ja, selbst hier in der ersten Schicht siehst du, dass ich schon verschiedene Töne erhalte, ne? Also es ist heller, dunkler und es ist auch ganz gewollt so. Ich lasse aber auch bewusst ein bisschen was frei, ne, damit so ein bisschen weiß durchscheint. Also hab ruhig Mut zur weißen Fläche und malst du das halt immer ja weiter durch, ne? Dann nehme ich einen neuen Grünton, wie du hier sehen kannst, und fange an, schon ein wenig zu schattieren. Das ist natürlich wieder nur eine Ebene von, ja, ich denke mal, da kommen noch ein paar. Aber ich fange schon mal an, so ein bisschen Struktur da reinzubringen, weil gleich kann ich vielleicht noch dunkler werden oder wieder ein bisschen heller, indem ich noch ein bisschen Wasser dazugebe. Schauen wir mal, wie es gleich aussieht. Ja, jetzt lasse ich die erste grüne Schicht mal ein bisschen trocknen und schnappe mir den braunen Ton und fange wieder ziemlich hell an mit einem ziemlich hellen Braun. Ich möchte gleich ins Sienna rüber, also so ein Rotbraun, aber ich fange mit einem ja, mehr oder weniger Ockerton an, um erstmal eine Schattierung reinzubekommen, beziehungsweise erstmal ja, eine gleichmäßige, ein, ja, das gleichmäßig zu füllen. Und gleich wirst du sehen, dass ich noch eine andere Farbe dazu nehme oder eine gemischte andere Farbe, damit da noch so ein bisschen mehr Farbe reinkommt. Thank you.
Ja, du siehst, zu dieser Zeit ignoriere ich auch noch komplett, dass da ja ein Herzchen drin ist und in dem anderen ein Gesicht. Das ignoriere ich jetzt erstmal noch komplett und mal mit dem Ockerton einfach drüber. Aber auch hier siehst du wieder, wenn ich jetzt nochmal reingehe, schaffe ich wohl oder übel schon eine zweite Ebene von Farben. Aber deswegen probiere ich immer wieder aus. Da habe ich immer mein Zewa-Tuch neben mir liegen und probiere das Ganze wieder aus, damit da ja nicht schief geht. Ja, nun werde ich dunkler und aus diesem Grund muss ich dementsprechend auch das Herzchen aussparen und zusehen, dass es im Bereich des Gesichts ein bisschen heller bleibt. Und du siehst auch, es sieht gleich ganz anders aus. Ne? Das Herzchen bleibt heller, liegt dementsprechend ein bisschen zurück, wenn ich weiter mit dunkleren Tönen nach vorne male.
Ja, und es darf auch ruhig noch eine Schichtfarbe folgen, ne? Gerade so im unteren Bereich und an den Seiten. Ich möchte, dass das Ganze jetzt ein bisschen Dimension bekommt. Und aus dem Grund, wenn ich die Ränder dunkler male, dann kriegt das so einen leichten 3D-Effekt. Thank you.
Ja, an dieser Stelle gehe ich jetzt mal davon aus, dass mein Grün schon wieder einigermaßen trocken ist. Und aus dem Grund male ich jetzt wieder mit mehr grüner Farbe, dunklerer grüner Farbe, purer grüner Farbe, ganz ohne Wasser, in das Bild rein. Und mal vor allen Dingen die Ecken und Kanten nach. Auch hier möchte ich so ein bisschen Dimension reinkriegen, indem ich diese Schattierung vornehme. Das kann ich mit Wasser immer noch ein bisschen wieder auflösen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann die Ränder wieder ein bisschen Wasser zugeben und dann verwässert das Ganze noch etwas. Ja, das brauchen natürlich alle Kakteen, ne? Aus dem Grund, wird natürlich bis hinten hindurch gemalt und alle Kakteen bekommen eine leichte Schattierung und dann muss das Ganze erstmal wieder trocknen, bevor ich nochmal reingehe und wieder noch ein bisschen mehr Farbe reingebe, um der ganzen Sache noch etwas mehr Dimension zu verleihen. An dieser Stelle schnappe ich mir meinen Mikron Fineliner und mal damit das Gesicht rein. Ich hatte das vorher in den Materialien gar nicht angegeben, hat einen guten Grund. Eigentlich würde ich meinen Pinsel nehmen und wirklich mit Schwarz da reinmachen, aber ich denke gerade, dass das etwas ordentlicher wird. Und da ich das gerade schön ordentlich und ganz dünn haben möchte, entscheide ich mich dann spontan für diesen Mikron Fineliner.
Du kannst es natürlich machen, wie immer du das möchtest. Denk bitte dran, Malen ist immer ein kreativer Prozess und dein Werk kann natürlich ganz anders aussehen als meins und es ist mindestens genauso schön. Also das ist nicht das Problem, weil Malen ist ja immer ein Ausdruck deiner selbst, ne? Und so sollst du auch vorgehen, sollst du einfach Spaß dran haben. Ja, du kannst schon sehen, ich habe noch fleißig gepinselt und das ist jetzt mein fertiges Werk. Ne, man kann natürlich noch ein bisschen mehr machen, aber für mich ist das jetzt erstmal fertig. Ich hoffe, dir hat unser Video gefallen und du bist im nächsten Video wieder mit dabei. Und wenn dem so ist, bitte gib uns einen Daumen nach oben oder lass uns einen Kommentar. Ich komme gern darauf zurück und freue mich, von dir zu hören. Bis dahin, tschüss!